Hey, der Raphael direkt hier aus der Crosszone. Heute bringen wir dir eine Übung, damit du deinen Oberschenkel und deine Hüfte sehr gut ausstretchen kannst. Und zwar mit der Contract und Relax Methode. Bedeutet, wir gehen in die Übung rein, bauen Spannung auf für 5 Sekunden und halten dann die Entspannung für 90 bis 120 Sekunden. Eine sehr, sehr gute Methode, wenn du zum Beispiel Verspannungen lösen willst oder Schmerzen lösen möchtest. Vor allem vielleicht im Rücken. Wenn du hier unten im Rücken quer übers Becken Schmerzen verspürst, dann kann das von deinem Hüftbeuger kommen, weil der setzt hinten an den Wirbeln an, kippt dein Becken nach vorne, dadurch kannst du Probleme bekommen. Wenn du deinen Hüftbeuger aufdehnst, wirst du direkt eine Verbesserung spüren. Gut, wie gehen wir das Ganze an? Schnapp eine Box, eine Wand oder irgendwas, wo du deine Füße dagegen oder deinen Fuß, dein Bein dagegen stützen kannst. Der Einstieg sieht immer ein bisschen komisch aus. Ich mache das folgendermaßen. Ich lehne mich nach vorne, bringe meinen Unterschenkel gegen die Wand oder gegen die Box. Das Knie, je näher das Knie an der Wand ist oder an der Box in diesem Fall, desto intensiver wird der Stretch. Also fange hier vielleicht ein bisschen weiter weg an und arbeite ich dann langsam nach vorne. Dann stellst du dein vorderes Bein auf. Achte hier möglichst darauf, dass dein Knie einen schönen stumpfen Winkel hat, dass deine Ferse vom Knie bleibt. Richte dich auf und schiebe jetzt sachte die Hüfte nach vorne, bis du einen guten Stretch spürst. Du kannst dir hier auch was hinlegen, um dich zu stützen. Macht es einfacher. Denn wenn du deinen Oberkörper nach vorne fallen lässt, dann vergeht der Stretch aus dem Hüftbeuger. Bring den Oberkörper nach oben und du spürst direkt, wie der Stretch hier tiefer reinwandert. Wenn du eine gute Stretchposition hast, atme erstmal durch. Entspann dich. Dann versuchst du dein unteres Knie mit Kraft nach vorne zu drücken, dass du den Oberschenkel aktivierst, den Hüftbeuger aktivierst. Halte diese Spannung für 5-6 Sekunden. Lass dann los, atme tief ein in den Bauch und beim Ausatmen versuchst du nochmal tiefer reinzusinken in die Dehnung. Hier kannst du dann diese Dehnung für 90 bis 120 Sekunden halten. Versuch kontrolliert zu atmen. Füll den Bauch mit Luft, atme aus. Und versuch mit jeder Ausatmung noch ein bisschen relaxter zu werden im Hüftbeuger. Du kannst zum Beispiel auch selbst zu dir sagen, mein Hüftbeuger entspannt sich, mein Hüftbeuger wird locker. Hört sich komisch an und trotzdem funktioniert es. Ja? Mit der Zeit wird es immer weicher, wird immer leichter und du kommst immer tiefer in die Bewegung rein. Nach den 90 bis 120 Sekunden nach vorne lehnen, das Bein zurücknehmen, das Bein rausnehmen und dann natürlich die Seite wechseln. Das ist der Couch Stretch, eine sehr, sehr gute Methode, um deinen Oberschenkel, Vorderseite, um deinen Hüftbeuger zu dehnen. Achte währenddessen auf folgende Dinge. Lass dein Knie stumpf, hab hier einen großen Winkel. Hast du den nicht und du schiebst immer weiter nach vorne, kommst du in einen sehr spitzen Winkel vom Knie, was nicht wirklich schlimm ist, aber es wird einfach unangenehm und anstrengender, die Position zu halten. Ziel ist, dass diese Position entspannt ist und angenehm. So kannst du auch länger in dem Stretch verweilen. Achte darauf, dass deine Hüfte gerade bleibt. Dass wenn ein Bein vorne ist, dass du nicht hier ausweichst, die Hüfte nach hinten kommt, sondern dass du mit beiden Hüften gleichzeitig nach vorne gehst, dass du den Stretch schön tief im Hüftbeuger auch spürst. Achte auf eine fließende Atmung. Atme tief ein in den Bauch und atme aus. Und versuch mit jedem Atemzug entspannter zu werden. Das ist auch eine Übungssache zu Beginn und mit der Zeit wirst du spüren, dass du sehr schnell durch deine Atmung dein Nervensystem, deinen Körper regulieren kannst, dass du sehr schnell runterfahren kannst. Das lohnt sich auf jeden Fall zu üben. Du kannst 2 bis 3 Sätze durchführen, du kannst natürlich auch nur einen machen, wenn du kurz Zeit hast. Doch gerade wenn du starkes Ziehen in der Hüfte verspürst oder sehr starke Verspannungen hier spürst, vielleicht auch längere Autofahrt hinter dir hast oder einen längeren Tag am Sitzen, dann mach gerne 2 bis 3 Sätze. Das öffnet immer weiter und du wirst spüren, wie locker leicht sich die Hüfte dann anfühlt. In diesem Sinne, probier es aus bei Fragen. Schreib uns gerne in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail. Wenn dir das Video gefallen hat und dir hilft, dann gib uns einen Daumen hoch. Da freuen wir uns sehr darüber. Und denk dran, beweg dich, weil du es kannst.